Der erste Tag der Invictus-Week ist für mich vorbei. Was gibt es zu sehen und welche Angebote gibt es im Store? Ich bin Arsdrake und willkommen zurück. Natürlich habe ich mich nicht an die Spielerweisheit gehalten, spiele nie am Patchtag. Also kam ich, wie so ziemlich alle anderen, auch nicht sofort in das Spiel. Jetzt mittlerweile habe ich es geschafft, online zu kommen und habe mir alles angeschaut. Die Expo an sich ist genauso, wie man sie erwartet hat. Ihr habt die Ausstellungshallen, schaut euch die ausgestellten Fahrzeuge an und wenn euch eins gefällt und das Flight Ready ist, wählt es an, leiht es aus und viel Spaß damit. Natürlich musste ich mir auch die Militärschau anschauen. Wer nicht weiß, wo die im Moment ist, einfach die Karte aufrufen und ihr werdet sehen, dass sie die Position markiert ist. Dort habt ihr die Gelegenheit, zwei Idris-Fregatten und den Javelin-Zerstörer vom Nahen zu betrachten. Wenn sie an der Position angedockt sind, von der Aussichtsplattform oder aus eurem Schiff, wenn ihr nicht heranfliegt. Ich kann euch aber nicht sagen, ob oder ab wann ihr ein Crimestart erhaltet. Ich bin dichter an die Javelin herangeflogen, als diese nicht mehr angedockt war. Leute, definitiv solltet ihr euch mal die Schiffe anschauen, es lohnt sich. Der Store bietet in der Zeit natürlich die Schiffe zum Kauf an, die während der Expo ausgestellt werden, leider aber auch nur die, welche als militärisch gelten. Ich hoffe aber, dass es wie im Vorjahr die Angebote immer wieder erweitert werden, bis der letzte Aussteller durch ist, sodass jene, die vielleicht den Aussteller verpasst haben, trotzdem Gelegenheit kriegen, auch am letzten Tag ihr Wunschschiff zu holen. Folgender Hinweis zum Store. Ihr könnt über die Invictus-Seite die Übersicht anschauen, an welchen Tagen welcher Aussteller erscheint und die Angebote der Hersteller direkt erwerben. Oder ihr geht über den Pledge Store direkt. Dort werdet ihr auch Sachen finden, die nicht auf der Invictus-Seite stehen. Wie zum Beispiel das Starter-Package mit der Avenger Titan, was anscheinend auch den Military Skin beinhaltet. Leider kann ich das nicht bestätigen, da ich im Moment falsch weitergeleitet werde. Wenn ich mir die Details anschauen will, wenn ihr das Paket holen wollt, könnt ihr es aber tun, indem ihr auf den Add to Cart-Button klickt. Das Paket ist im Moment auch reduziert. Wichtiger Hinweis, wenn ihr Schiffe im Store direkt kaufen wollt. Wie ihr seht, haben sich die Preise nicht geändert, aber nehmt die Schiffe mit der ExpoTech ILW 2950. Der Unterschied ist, dass die normale Version nur 6 Monate Insurance hat und die ILW 2950 120 Monate, sprich 10 Jahre, was einer Lifetime Insurance fast gleichkommt. Der nächste Punkt ist die G12-Serie, die es jetzt auch für Store-Credits zu kaufen gibt. Auch wenn es nicht dabei steht, kommen sie nicht mit 6 Monate Insurance daher, sondern ebenfalls mit den 120 Monaten. Und als letztes für jene, die Schiffe wie die Polaris, Idris und so weiter holen wollen. Diese Schiffe sind immer im Limited Sale und meist schnell vergriffen. Hier die Übersicht, an welchen Tagen zu welcher Zeit sie verfügbar werden. Gleicht es mit eurer Ortszeit ab. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, abonniert meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal, euer AS Drake.